Moin moin Leute und herzlich willkommen hier zurück zu SimCity. Eigentlich geht es mir gar nicht so gut, aber ich dachte, ich habe jetzt nur noch eine Folge. Ich nehme ja immer, also meistens zumindest eine Folge im Voraus auf. Also ein, zwei Folgen im Voraus, meistens. Und heute, also dass ich so gesehen zwei Ersatz habe immer, also sprich eine im Ersatz oder beziehungsweise, ja man weiß ja nie, was kommt oder was los ist. Und jetzt ist eigentlich erstmal irgendwie lädenmäßig was. Gucken, bauen. Grünzeug. Ja, doch. Ist mir doch ein bisschen hier nicht Industrie, aber ein bisschen Gewerbe. So, jetzt habe ich es. Gewerbe machen wir hier oben mit hinmachen. Ich habe nicht so wirklich viel Geld. So. Hier so eine kleine Geldwartesache. Habe ich eigentlich eine Veranstaltung geplant? Jo, habe ich. Immerhin das habe ich gemacht. So. Die Folge wird wahrscheinlich auch nicht so. Okay, man weiß nicht, wie lange ich tatsächlich aufnehme heute. Also, wie lange die Folge geht, weiß keiner von uns. Das kann jetzt vorbei sein. Oder auch nicht. Nein, Spaß. Ich muss mir ja meine übliche Aufnahmepause machen. Ihr kennt es von mir, gerade bei solchen Spielen. Ich glaube, wir wollen jetzt mal die Kreuzung hier nicht weiterleiten oder weitermachen. Machen wir noch. Nein, 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 nein. Oh, komm schon. Kotz gleich, ey. Falsches Gebiet, falsches Gebiet, falsches Gebiet. So. Brand. Müssen wir mal schauen, wie sieht es aus mit Wasser? Sieht noch gut aus. Kacke sieht auch noch gut aus. Strom, klar, auch. Haltestellen. Oh, schätzungsweise, glaube ich, noch eine Schule. Oh, Haltungsstellen, ne? Haltestellen. Schule ist ausgebaut, bis auf Busse, okay. Aber nicht so wichtig. Kredittechnisch haben wir alles abbezahlt gehabt. Ich möchte noch ein Park haben. Den hier. Setzt sich da an. Jo. Wird auf jeden Fall langsam, aber sicher was. Akologie freigeschaltet. Ich kann es nicht aussprechen. Und ich bin auch zu dumm zum Lesen. Also könnte jetzt die Steuern wieder hoch machen, aber möchte ich nicht. Guck mal, wenn wir jetzt hier runter gehen. Ein theoretisch gesehen. Na, okay. Mag vielleicht sein, dass es jetzt ein bisschen niedrig ist, aber ich möchte, dass sich auch ein paar Läden jetzt ausbauen zu etwas größerem. Das ein bisschen. So können wir mal die Wohnsteuerung mal wieder ein bisschen ansetzen oder erhöhen auf 5 erstmal.
Nee, komm, wir machen die auf 7. Können wir hier noch ein bisschen weiter runter gehen? Wir mal so. Ich möchte, dass ich tatsächlich erstmal jetzt die Läden eventuell noch ein bisschen ausbauen. Entweder die hier oder hier, hier. Bevor wir jetzt tatsächlich so viel machen. Bauen sich aus, die Häuser werden auch wahrscheinlich zu Hochhäusern oder so. Also ich weiß, ich habe noch eine Menge Platz, aber will nicht so auf Drang jetzt alles vollhauen. Wir müssen erstmal gucken, dass wir aus was wir haben, was machen können. Und mal noch eine Schule. Eine Schule. Bei mir Katjes. Nein. Wo setze ich die hin? Gehen die Läden weg. Hier ist eh nicht so wirklich viel Platz. Kommt hier halt noch die Schule rein. Die nice Schule. Wird na klar voll ausgebaut. Ein Bus noch, ein Schild, ein Fähnchen. Warum können wir ganz ausbauen? Was soll das? Was soll's? Gibt es dann klar wieder ein bisschen Platz hier am Start? Ja, komm, ist egal, wir machen das wieder ein bisschen teurer. So, Streifenwagen, mehr Gefängniszellen. Will überlegen, ob ich hier auf Casino da tatsächlich mischen gehen soll. Na klar, werde ich das Messegelände weiter nutzen. Mache ich die auf 9. 9, 9, 7, 7, 7, das können wir noch, oh, hier können wir noch wieder ein bisschen runter gehen. Auf 5, 9, das ist eigentlich ganz gut, obwohl hoch können wir auf 10 setzen. Die Steuer mit dem Industrieviertel, die lassen wir so. So, hier wird ausgebaut, das ist ganz gut schon mal.
17.000, okay. Okay, die haben jetzt wieder Industrienachfrage. Aber auch nur, weil hier Läden, also Gebäude sich gerade ausbauen. Genauso wie hier, weil sich die Gebäude ausbauen, habe ich hier noch Nachfrage. So, und dann setzen wir jetzt ein Casino in die Straße. Da brauchen wir jetzt hier erstmal ein bisschen Geld, um aufzurüsten. 4000. Wollen auf jeden Fall Zimmer haben. Ich kann sagen, komm, ein Schild gibt es schon mal. Einwohner. Ist auf jeden Fall nice. Wo habe ich denn jetzt mein Rathaus? Da. Ein Upgrade. Nee, komm, das machen wir noch nicht. Wir sammeln jetzt erstmal. Münzen auf jeden Fall. Dann schauen wir mal erstmal mit den Münzen. Bürgermeister will haben wir auch freigeschaltet. Es ist auch ein Zeitspiel, ein Zeitvergehspiel auf jeden Fall. Ich könnte alles auf einmal voll klatschen hier, aber dann ist das so schnell vorbei. Deswegen lassen wir Zeit, wir warten, sage ich mal, immer zwischendurch mal. Wenn es echt nicht mehr geht, dann setzen wir dazu wieder. Würde ich einfach mal sagen. Eine Veranstaltung haben wir. Ist dabei Plus zu machen, das ist ganz gut. Dann holen wir einmal, also zweimal Zimmer. Dass wir einmal geringe, mittel und hohe Einkommensschicht haben. Wir machen noch den Blackjack-Tisch hin und dann sind wir hier jetzt voll. Dann müssen wir mal schauen, inwiefern, ob wir jetzt ein bisschen was hier plus machen oder nicht. Jo, sind jetzt schon im Gewinn, das ist gut. Gäste ist auch noch ganz okay. Was na klar gut wäre tatsächlich, aber das haben wir noch nicht freigeschaltet. Züge könnten wir irgendwo, wenn es hier irgendwo Zug gibt. Okay, gibt es gar nicht. Okay, ne, will ich einen Hafen machen, aber dafür habe ich keinen Platz hier mehr. Muss man, hätte man früher machen sollen. So, hier habe ich noch eine Aufgabe. 80.000 Einwohner. Okay, 75 dann halt. Wir müssen erstmal mit leider auch warten. Okay, dann würde ich mal sagen. Ah, warte, ich muss ganz genau schauen, dass es hier echt nicht gibt. Na, gibt es wohl echt nicht. Ne, gibt es keine Schienen. Schade, ist das auf jeden Fall. Was gibt es denn noch so rein theoretisch? Züge ist klar, Straßenbahn, das ist jetzt nur für die Straßen, wäre das denn jetzt? Flugzeuge. Flugzeug wäre auf jeden Fall eine Idee für Tourismus, ne? Dann bauen wir doch die Tourismusabteilung.
Hier, Tourismus. Könnten jetzt so gesehen noch mal erweitern, machen wir aber nicht. Hier wird auch wieder weiter ausgebaut, das ist gut. Dann machen wir nämlich jetzt hier. Ja, Verkehrsabteilung. Ah, okay, ich habe die falsche Abteilung. Egal, dann holen wir die andere auch noch. Komm, dann gehen jetzt ein paar Häuser weg. Ist das halt so. So. 500, es geht eigentlich. Na klar, freuen sich einige nicht, weil wir können jetzt hier auch Personal 8. Haben wir auch Urlauber, die kommen können? Holen wir noch eine Landebahn, würde ich sagen. Machen wir noch eine Tourismus und noch eine mit Fracht. Noch ein Schild. Können so gesehen. Noch geht's. So, komplett ausgebaut. Um so ein paar Urlauber eventuell herzulocken. Und na klar auch Fracht. Wasser sagt langsam, jo, wir könnten doch mal wieder. Hier sieht man, hier habe ich schon das Wasser rausgesogen. So, noch ein bisschen Wassernachschub. Abwassernachschub könnten wir auch noch mal eine weitere Pumpe uns holen. Passt nämlich gerade noch mit dem Geld. Drum sagt. Reicht auf jeden Fall noch genügend Überschuss da. Lieferung, Kisten. Jetzt kann ich auch endlich die ja, Zwischenlager für Kisten noch ein bisschen was. Auf jeden Fall da. Oder zum Verschicken. 11 Touristen. 12 Terroristen, 14 Terroristen, ja, doch, sind die wieder abgehauen. Ganz gut auf jeden Fall, dass, ja, dass wir auch ein Casino haben, so gesehen. Ein Zimmer dafür. Und hier könnten ja rein theoretisch ja auch Touristen hingehen. Wenn sie unbedingt wollen. Mein Casino ist gut besucht, auf jeden Fall. Das ist gut. Da für Autos rauskommen, ey. Die freuen sich auf jeden Fall 80%. Mega. Wir könnten ihn auch der Bürgermeistervilla hinsetzen. Das wäre auf jeden Fall OP-Shit. Vielleicht bauen sich die denn auch aus ein bisschen. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal, damit es auch nicht zu langweilig wird jetzt. Für uns hier. Ein bisschen Platz nach links und rechts so gesehen. Bürgermeisterbella am Start. Die werden das auch jetzt schon wieder rum. So, 83.000 Einwohner. Ich
Bin blöd, ich bin blöd, ich bin richtig blöd, blöd. So. Wenn mit so eine bestimmte Stimmung, sag ich mal jetzt hier 75% Stimmung für 6 Stunden haben, kriegen wir ein Upgrade. Das können wir viermal, dann müssen wir 85% machen. Und dann kriegen wir dann immer auch immer ein Upgrade so gesehen. Immer wenn einmal der Balken da voll ist. Und Upgrade bedeutet, wir können das einmal ausbauen. Angefangen tue ich das mit der Fahne, die tue ich auf dieser Seite. Also gerne ein Atomkraftwerk einfach hin platzieren, ne? Einfach hinstellen. Er will sich genügend Strom haben auf jeden Fall. Geht okay, nicht direkt neben das Wasser, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Plus auf jeden Fall insgesamt, also gestern, heute auch schon wieder 10.000. Was auch, sag ich mal, Stimmung macht, sind halt Bäume setzen. Da freuen die Leute sich auch. In den Hohlräumen und der Bäumenplatz, dann bauen die sich auch schneller aus. Wo noch welche hinpassen. Klopfen wir mal noch ein paar Bäume rein. Kostet mal 50 pro Klick. Das ist noch in einem guten Bereich so gesehen. Schön so einen Urwald platzieren hier. Zwischen können wir noch ein bisschen gehen. Genauso wie Industriegebiet, wo Platz ist, können wir noch Bäume platzieren auf jeden Fall. Müllhalde können wir mal eben voll stoppen mit Bäumen. Ein Upgrade ist verfügbar. Habe ich gesehen, wo das hier geleuchtet hat. Also wo das geblinkt hat. Jetzt können wir das noch mal einmal ausbauen. Jetzt kriegen wir das hier, das brauchen wir hier an. Dann kann ich das Ding später nach hinten oder nach vorne hin anbauen. Hier sind meine Wolkenkratzer. Passt noch, passt noch, passt auch noch. Ein Casino macht auch genügend Plus. Sorry, dass ich hin und wieder echt wenig rede. Ist halt so ein bisschen auch meine Motivation so. Aber ich möchte tatsächlich eine schöne lange Folge mal wieder aufnehmen. Also mal wieder.
So, hier gibt es wieder eine Mission. Nehmen wir mal an, haben wir eh gleich erfüllt. Verhaftet. Jetzt mal werden gleich mal die Straße rumdrum verbessern, nachdem wir jetzt noch eine Veranstaltung gemacht haben für den nächsten Tag, damit wir hier nicht hier Straßen Upgrade schön Straßenbahn können wir einmal rum so gesehen eine Straßenbahn ziehen. Das äußerste Kreis auch mal jetzt genutzt wird, so gesehen. Geld haben wir jetzt ja erstmal. Genüge. Das ist ein kaputtes Gebäude, glaube ich. So, erstmal außen rum einmal, ist teuer genug. Haben wieder ein Upgrade, glaube ich. Hier ist irgendwie noch ein Stück. Na, aber hier so eine Kreuzung ist, können wir das hier nicht platzieren. Dann ist das halt einfach mal so. So. Dann machen wir jetzt erst das Upgrade, damit zumindest die Straßenbahn besorgen. Hier dieses Stück, das funktioniert halt nicht wegen dem Eingangsbereich und diese Straße gleichzeitig. Denn haben wir denn hier das Upgrade? Das machen wir nochmal eben. Jetzt noch die Statue da. Km Einwohner. Innerhalb von 3 Folgen. Ja gut. Hätte schneller gehen können, aber nicht mit so wenig Platz. Sondern mit so wenig Wohngebieten. Gehende Kunden. Brand. Das letzte Gebäude. Okay, gibt es nicht. War aber ein Fehler oder so. Keine Ahnung. Nicht genügend Plätze für Schulende. Und die eine Schule jetzt mal hier hinten hin. Nähe vom Flughafen. Sollten wir eigentlich wieder genügend Plätze und Busse brauche ich aber nicht so viele zu bauen. Das tut nicht zur Sache. Wohngebiet haben wir noch genügend, das sagt uns. Ja, wir machen auf jeden Fall gut plus hier.
Wir können ja mal ein kleines Warnzeichen bauen. Ein Turm. Den Kölner Dom. Boah, ist das Ding groß, ey. Haben wir den Kölner Dom. Ja, geht leider nicht enger. So. Aber jetzt haben wir den Kölner Dom. Rundum, wenn passt, noch mal ein bisschen Gewerbe ausweisen. Mal gucken. Wasser, Abwasser muss auf jeden Fall noch hin. Machen wir zwei direkt. Komm, wenn wir schon dabei sind, können wir noch den dritten, den letzten. Den haben wir den platziert sogar. Den haben ein Upgrade? Ne, haben wir nicht. Warum blinkst du denn? So, hier haben wir ja auf jeden Fall immer ein bisschen Nachschub für Kohle. Strom, genau. Strom, was sagt Strom? Strom sagt lang, es geht noch. Ich glaube, wir sollten tatsächlich doch schon vorsorgen. Einmal. Ist egal. Machen wir jetzt trotzdem. Haben zwar ein bisschen noch, aber wir setzen vorsorglich erstmal. Trotzdem, da haben wir nämlich erstmal für längere Zeit tatsächlich wieder ein bisschen Strom. Jetzt haben wir ein Upgrade. Ein Upgrade. So, und können jetzt von den hochwertigen Sachen. Wir machen einen Balkon nach vorne zu dem Volk. Oh, 35.000 haben die mal wieder gewonnen, wa? Irgendwie ist das schon wieder voll kalt geworden draußen. Zumindest hier. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. Auf jeden Fall hier ist es kalt. Und es sollen jetzt noch die nächsten Tage, den Januar, nochmal richtig kalt werden. Es soll auch wieder schneien. Am 1. Februar soll ja die Welt untergehen. Wieder. Und zumindest ein kleiner Teil der Welt. Bin ich mal gespannt, ob ich es sein darf, der untergeht. Oder jemand anders. Ich bin ja echt abergläubisch, ne? Aber jemand hat mir gesagt, die Welt soll untergehen. Aber ich glaube, habe ich letzte Folge schon gesagt. So, wir wollten Straßenbahn setzen. Das kostet das pro Stunde 3. 100, was war das? 375 pro Stunde. Da habe ich noch ein Stück vergessen. Da müssen wir ein bisschen Platz lassen. Machen wir das hier. Hätte ich auch. Hier müssen wir noch einmal. So, das so platzieren. Dann brauchen wir Haltestellen. Kann wenigstens ein kleiner Teil. Zumindest müssen die nicht so viel laufen. Gerade gut eigentlich wegen dem Flughafen hier.
Wenn die beim Goldener Dom aussteigen wollen. Genau hier zwischen so. Nee, Spaß, geht ja gar nicht. So. Und nochmal Wasser. Vorsorglich. Hier sieht man, wird schön verbraucht, das Gebiet. So. Warum haben wir jetzt ja genügend Abwasser? Haben wir genügend Wasser? Haben wir erstmal genügend? Ein Upgrade, das kann man die als genügend haben. Graden wir ab. Wir bauen jetzt als erstes mal einen Wachposten. So. Haben wir leerstehende Gebäude? Irgendwo ist eins, aber wo? Weiß ich nicht. Schon Mechlul? Selber eingestürzt oder? Keine Ahnung. Kölner Dom. Wir haben bisher nur Fallas gemacht. Bei dem Kölner Dom. Weil wir haben noch nicht so viele Touristen. Eine vergessene neue Veranstaltung zu machen. So. Langsam sollten wir mal noch eine weitere Feuerwehr bauen. Tatsächlich. Aber langsam wird es zu viel für eine. Wir Platz sparen. Kommt hier nochmal zwischen. Klar, voll immer voll ausgebaut. Dann hier Bienchen, Schild, Glocke und so weiter. Ist auf jeden Fall schön voll hier. Jetzt hat das zumindest ein bisschen was gebracht. Ne, okay, noch nicht. Ich habe noch keine Straßenbahn. Aber pro Tag, okay, habe ich doch eine. Jetzt machen wir Minus. Wir noch eine. So, und müssen jetzt aber die Steuern wieder höher machen. Gibt es hier wieder auf 10. Die müssen jetzt auch mehr zahlen. Erstmal. Wieder. Das einmal so, dann haben wir noch hier noch ein Wohngebiet. Okay, hier ist jetzt eine Haltestelle. Da müssen wir ein Stück weiter vorziehen. Auf jeden Fall. Also die Straße können wir mal durchziehen. Na, passt uns hier nicht. Also ein Stück zurück. Ah, ist jetzt ein bisschen schräg, aber naja, was soll's. Ah. Das ist anders. Ah, ist wieder schräg, egal. Kommt, ist er halt ein wenig schräg, ist aber egal. Und hier zwischen können wir jetzt dort noch mal ein bisschen Wohngebiet platzieren. Industrie bräuchten wir auch noch mal ein kleines Eck hier.
Das mal hier so jeweils. Dann mal hier und hier. Dann haben wir nämlich wieder genügend Nachfrage. Hier rum können wir mal noch ein bisschen Arbeitsviertel setzen. Auf der Seite weiß ich noch nicht. Hier auf jeden Fall Wohngebiet. Das lassen wir jetzt mal noch offen hier. Weil hier auch Industriegebiet ist, ist das nämlich ein bisschen blöd, wenn ich da jetzt Wohngebiet reinknall. Auch wenn die sich hier genügend freuen in der Gegend. Das müssen wir tatsächlich nicht. Ein Upgrade, damit hier wieder Leute arbeiten. Und den einmal weiter ausrüsten, das Gästehaus. Einmal das Gästehaus platziert auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, ich mache kurz eine kurze Pause, drücke ich hier und dann würde ich mal sagen, das war's hier von dieser Folge. Und morgen werdet ihr, oder in den nächsten 2 Tagen auf jeden Fall werdet ihr die nächste Folge bald erleben. Ich nehme nur jetzt schon mal ein bisschen was im Voraus auf, falls es mir nicht so gut geht. Mir ging es heute schon einigermaßen nicht so gut. Wie es die nächsten Tage aussieht, weiß ich nicht. Deswegen nehme ich ein paar Folgen auf jeden Fall im Voraus auf, damit ihr zur Not, dass ihr was zu schauen habt. Ja, dann sage ich erstmal schön mit Ö.